Nein, eine Sache, die ich ganz kurz sagen wollte. Aber bitte versteht es wirklich nicht falsch, ja. Ich finde es alles toll, was ihr macht. Ich habe euch alle sehr, sehr gern, ja. Und ich bin niemandem von euch irgendwas böse oder sowas. Alles entspannt, ja. Alles entspannt. Eine sehr coole Community, mit der ich absolut zufrieden bin. Aber dieses Discord-Thema hat mich in den letzten Tagen ein kleines bisschen beschäftigt. Und ich sage euch auch gerne, warum. Ich habe mich mit Discord-Server nicht auseinandergesetzt. Ja? Ich weiß nicht, was das so richtig ist. Ich habe keinen Plan davon. Ich kenne mich damit nicht aus. Und ich habe weder früher viel gezockt oder sowas. Ich hatte keinen Teamspeak und alles, was es da noch für Vorgänger gab oder sowas. Ich habe überhaupt keinen Überblick über diese ganzen Sachen. Und auch wenn das vielleicht dämlich klingt, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Zeit, beziehungsweise ich möchte mir keine Zeit dafür nehmen, mich um einen Discord-Server zu kümmern. Und ich sage euch auch, warum das so ist. Ein paar von euch, die länger mit dabei sind, werden es wissen und werden es sicherlich auch verstehen. Ich hatte mal eine App, ich hatte mal eine Website und es hat mir nur Kopfschmerzen gemacht. Und ich habe keinen Bock auf Kopfschmerzen bei dem YouTube-Thema. Weil wenn ich bei diesem YouTube-Thema Kopfschmerzen habe, dann wird das ganz, ganz schnell zu einem ganz, ganz großen Problem. Das habe ich jetzt einmal erlebt und ich weiß nicht, wie viele von euch das wirklich nachvollziehen können oder nicht. Dann respektiert es bitte einfach, dass ich es so sage. Wenn dieses YouTube-Thema Kopfschmerzen macht, ja, das ist nicht schlimm, wenn es anstrengend ist oder sowas. Das ist nicht das Problem. Ja, das ist überhaupt nicht das Problem. Kleiner Real Talk nochmal am Ende, wie sich das gehört. Dass YouTube anstrengend ist oder sowas, das ist nicht das Problem. Ich glaube, das ist auch mittlerweile bei jedem angekommen, dass YouTube durchaus ein Job sein kann, dass man dort durchaus in dieses ganze Thema eine Menge Zeit investieren kann. Aber nur weil ich jetzt sage, ich habe keine Zeit, beziehungsweise auch tatsächlich keine Lust, das sage ich ganz offen und ehrlich zu euch, mich um einen Discord-Server zu kümmern, bedeutet das nicht, dass mir die Community egal ist, dass mir gewisse Leute aus der Community egal sind, dass ich auf meine Community scheiße, was auch immer. Ja? Die App war so eine Sache, die habe ich mir an die Backe labern lassen. Die Website habe ich mir genauso an die Backe labern lassen. Da habe ich mit Leuten zusammengearbeitet, die sich nicht so drum gekümmert haben um das ganze Thema, wie ich das gerne haben wollte und wie sie mir das auch vorher gesagt haben. Und das ist überhaupt kein böses Blut. Es wurde einfach wieder beendet, weil es mir nicht gefallen hat. Aber ich habe so ein paar klitzekleine, etwas unangenehme Erfahrungen gemacht mit dem Thema. Gar nicht im Sinne von, dass mich irgendjemand abgezogen hat oder sowas. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe immer aufgepasst, dass ich YouTube-Geld nicht sinnlos investiere, sondern dass das YouTube-Geld wieder zurück in vernünftige Investitionen fließt, wieder zurück in den YouTube-Kanal fließt, zum Beispiel für eine durchaus teure Kamera, die auf einem teuren Stativ steht, neben einem verdammt teuren Computer, vor dem ein verdammt teurer Joystick steht. Das habt ihr alles möglich gemacht, das ist alles zurück in den YouTube-Kanal geflossen. Also ich kann durchaus sagen, dass ich nicht viel Geld fehlinvestiert habe bei dieser YouTube-Geschichte. Ich habe auch nicht super viel Geld mit YouTube bis jetzt verdient oder sowas. Will ich gar kein großes Thema draus machen, weil ich bin kein großer YouTuber. Ich verdiene nicht super viel Geld mit YouTube. Ja, aber es wird eben Geld bewegt, es wird Geld umgesetzt und das fließt eben eigentlich komplett wieder zurück in den YouTube-Kanal. Website war für mich so eine ganz schöne Idee, fand ich irgendwie super interessant. Ist nicht so richtig was draus geworden, weil derjenige, der dahinter saß, sich nicht so richtig drum, netter Typ, ja, keine Frage, aber sich nicht so drum gekümmert hat, wie ich das erwartet hätte und weil vor allem die Kommunikation recht ordentlich schiefgelaufen ist. Da sind Kosten auf mich zugekommen, mit denen ich nicht gerechnet hatte und das ist unangenehm, weil dann bin ich von einer Person abhängig, die das für mich macht, weil ich das nicht kann, Website und so weiter. Und wenn diese Person irgendwann nur noch Rechnung schickt für Dinge, die ich mir nicht erklären kann und dann so sagt, ja gut, aber wenn deine Leute da Bilder hochladen müssen, dann musst du dich um Serverkapazitäten und sowas kümmern. Und ich dann anfange, mich irgendwie als jemand, der überhaupt keinen Plan davon hat, um Serverkapazitäten zu kümmern, dann macht mir das keinen Spaß. Ja, überhaupt nicht. Und wenn dann auch noch ein Ergebnis, dann vorhanden ist, was mir nicht gefällt, dann macht die ganze Sache noch sehr viel weniger Spaß.
Und vor allem, weil dann Arbeit, von der ich nicht gedacht habe, dass sie an mir hängen bleibt, dann habe ich echt ein Problem. Weil es ist nicht so, dass ich Zeit ohne Ende rumliegen hätte, die ich liebend gerne in solche Themen investiere. Funktioniert einfach nicht. Und dann muss ich eben anfangen, Sachen halb zu machen. Und halbe Sachen zu machen mit dieser YouTube-Geschichte ist, kann richtig, richtig scheiße sein. Weil dich früher oder später diese halben Sachen echt richtig unangenehm ficken oder weil die Sachen einfach scheiße werden. So. Und das war bei der Website so, ging mir auf den Sack. Bei der App war es besser. Da saßen professionellere Leute hinter, die sich besser drum gekümmert haben. Aber die App hat mir ganz einfach nicht gefallen und die App hatte überhaupt kein Potenzial, weil ich auch einfach viel zu klein bin, weil ich viel zu wenig Geld in das Unternehmen reingebracht habe, was sich um die App gekümmert hat. Die App hatte überhaupt kein Potenzial, sich über die Zeit zu verbessern, hatte überhaupt kein Potenzial, Veränderungen zu bekommen und war dann letztendlich doch dann irgendwo einfach auch schlecht. Und dann wollte ich das Thema auch beenden. Ich habe glücklicherweise beide Themen rechtzeitig beendet, sodass ich da nicht weiter Kopfschmerzen mit hatte. Mit der App ging es super unkompliziert, mit der Website war es ein bisschen anstrengender. Aber das sind so Themen, da versuche ich etwas für die Community zu machen. Ich investiere da auch sehr gerne Geld rein, das ist gar kein Problem. Wie gesagt, es war auch nicht viel, es ist alles kein großes Thema. Aber das sind Dinge, mit denen habe ich Kopfschmerzen, weil ich sie nur halb machen kann. Entweder weil ich es technisch nicht kann und oder weil ich es zeitlich auch nicht schaffe und auch nicht die Zeit dafür investieren möchte. Ne? Ich habe es am Anfang gesagt, Kopfschmerzen und YouTube, ganz schlechte Kombination. So, das heißt, ich habe vor 2 Jahren mittlerweile oder sowas, oder ist auch schon, ja doch, 2 Jahren, habe ich den Kanal wieder entschlackt, habe ihn wieder zu dem zurückgebracht, was er war, nämlich ein YouTube-Kanal. Das Einzige, was von mir jetzt noch existiert, ist ein Instagram-Account, den ich auch mit privat nutze. Und Facebook ist mittlerweile auch weg und Twitter, das ich auch zum Großteil privat nutze. Das sind die beiden Sachen, die dazugekommen sind, die nur funktionieren, weil ich sie privat nutze. Ich bin auf Instagram nicht super aktiv, ich bin auf Twitter nicht super aktiv. Wo ich sehr aktiv bin, ist YouTube. Da fließt meine ganze Zeit rein, da fließt meine ganze Leidenschaft rein und die Kombination funktioniert ganz hervorragend. Jetzt mittlerweile ohne Kopfschmerzen und so soll es sein, so muss YouTube funktionieren und nur so, und zwar nur so, kann YouTube langfristig funktionieren. Das muss wahrscheinlich jeder YouTuber irgendwann auf seinem Weg irgendwann mal lernen. Einige lernen es, ein KS-Freak beispielsweise, ein Krappi beispielsweise, indem sie sehr, sehr viel Geld in den Sand setzen, weil sie auch sehr schnell sehr groß geworden sind und sicherlich mit Problemen zu kämpfen hatten, die ich natürlich nicht annähernd habe, ja, das will ich gar nicht sagen. Nichtsdestotrotz muss ich viel lernen oder habe viel gelernt mit diesem YouTube-Kanal, habe eine gewisse Entwicklung gemacht, eine persönliche Entwicklung und auch der YouTube-Kanal hat eine gute Entwicklung gemacht. Und so wie es jetzt läuft, ist es sehr gut. Aber es ist immer Raum für Verbesserung, gar keine Frage. Ich glaube, ihr versteht das. Wenn ich das so erkläre, dann ist das, glaube ich, super nachvollziehbar, oder nicht? So, und jetzt kommt eben das Discord-Thema. Und die Community möchte gern etwas haben, nämlich diesen Discord-Server. Und das finde ich prinzipiell natürlich erstmal gut. Die Community gibt Feedback, was sie gerne haben möchte. Die Community interessiert sich für irgendwas. Die Community sucht Möglichkeiten, sich untereinander auszutauschen. Das ist super, das ist hervorragend, ja. Problem ist, ich kenne mich mit Discord nicht aus, habe ich eben schon gesagt. Und dann stellen sich im, also dann ist dieses Discord-Thema jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, schneller zu einem Thema geworden, als es mir bewusst war. Und es tut mir auf der einen Seite auch leid, weil sich, glaube ich, Leute, die sich damit beschäftigt haben, die wissen ja, dass ich sie jetzt anspreche, das tut mir auch durchaus leid, weil sich damit Leute auseinandergesetzt haben, die da irgendwie auch Mühe reingesteckt haben, die Zeit da reingesteckt haben und die was für die Community machen wollten oder gemacht haben. Und das finde ich natürlich toll. Ja, das ist gar keine Frage. Jetzt gibt es nur eine kleine Problematik. Wenn sich sowas verselbstständigt und da Ansprüche an mich
gestellt werden. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Da hat niemand einen Anspruch an mich erstellt. Ja? Das ist, ich will nur sagen, wo das hinführen kann. Dann kann das echt problematisch werden. Weil mittlerweile sind es doch einige Leute, die hier auf dem Kanal unterwegs sind. Einige Leute, die auch durchaus mal ein bisschen Zeit auf dem Kanal verbringen, sich mit der Community interagieren, ein großer Teil der Community geworden sind. Und egal was es ist, wenn mir jetzt irgendjemand ein Bild malt oder sowas, ja, wenn mir irgendjemand was donatet, wenn irgendjemand ganz leise im Hintergrund immer ein treuer Zuschauer ist, dann ist das Support, den, wie soll ich mich dafür bedanken? Ich kann mich dafür nicht richtig bedanken. Ich kann nicht zu 20.000, 30.000 Leuten gehen und ihnen die Hände schütteln und sagen, ey, krass, Mann, danke, warum machst du das? Das ist echt cool von dir. Das kann ich nicht machen und das wisst ihr natürlich auch. Und den Anspruch stellt ihr auch gar nicht, das ist völlig klar. Aber gerade wenn dann eben etwas mehr Mühe investiert wird und sich solche Dinge verselbstständigen, dann habe ich halt so ein kleines bisschen Angst, dass mir wieder ein bisschen was aus der Hand rutscht. Wie bei der App, die, wie ich es gerade gelesen habe, von vielen so ein bisschen als Bilddatenbank benutzt wurde. Genauso ist es auch, genauso habe ich das auch gesehen. Oder auch die Website, bei der ich selber nicht 100% der Kontrolle drüber hatte. Und wenn irgendwas, wo mein Name draufsteht, beziehungsweise Aeronews Germany draufsteht, wenn das irgendwie in irgendeiner Form außer Kontrolle gerät, außer meiner Kontrolle gerät, dann habe ich damit echt ein ganz, ganz großes, ganz unangenehmes Problem. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte über all das, wo Aeronews Germany draufsteht, und ihr könnt mir auch absolut glauben, egal wie klein irgendwelche Sachen auf YouTube sind, egal wie klein irgendwelche Sachen in irgendwelchen Foren sind, ich habe auf alles ein Auge. Ich habe überall einen Blick drauf. Ich schaue mir die Leute an, die gewisse Dinge über mich im Internet schreiben. Das ist alles super, super wenig, aber ihr könnt davon ausgehen, alles, was im Internet über mich passiert, habe ich im Blick. Und wenn mir das in irgendeiner Form zu weit geht, dann habe ich das auch unter Kontrolle. Da könnt ihr auch von ausgehen. Und das ist natürlich überhaupt nicht böse gemeint. Ja? Ich hab überhaupt keine Hater oder sowas. Ja? Ich will nur sagen, das, was im Internet mit meinem Namen drauf passiert, muss ich 100% Kontrolle drüber haben. Alles andere möchte ich nicht mehr. So. Weil es ist halt auch irgendwo mein Ruf, der da mittlerweile dranhängt. Es ist meine Person, die da dranhängt. Und gerade dadurch, dass jetzt über die Livestreams und sowas auch etwas mehr Persönlichkeit in die ganze Sache reinkommt, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist das halt, es ist einfach der Mensch Pascal, der an diesem Kanal, der an diesem Namen Aeronews Germany, an dieser Marke Aeronews Germany dranhängt. Und ich bin, glaube ich, allein durch meinen Beruf, allein durch meinen Charakter, durch meine Persönlichkeit bin ich, glaube ich, sehr, sehr entspannt, was viele Dinge angeht. Und das ist auch gut so, das soll auch so bleiben. Aber I don't like when I don't have the control about everything, you know? Das ist der springende Punkt. So, und wenn halt sehr viele Leute, also wenn sie vor mir stehen würden, sehr viele Leute anfangen, sich um so einen Discord-Server zu kümmern, kann ich dem Anspruch einfach nicht gerecht werden, zu sagen, ey Leute, ich kenne mich super aus mit Discord, das ist mega, was ihr da alles gemacht habt und die Details und so, das ist echt cool und so und da und das habt ihr damit verknüpft und so. Krass, ey, danke, das war bestimmt voll die Mühe und so weiter. Das tut mir leid, aber ich kann euch diese Dankbarkeit oder sowas, das kann ich euch einfach nicht entgegenbringen. Und ich kann auch nicht einfach so irgendwelche Server, irgendwas übernehmen, wo mein Name draufsteht, was irgendjemand anderes gemacht hat, was ich nicht verstehe. Das ist die Problematik, die hinter diesem Discord-Server zum aktuellen Zeitpunkt steht. So, jetzt habe ich sehr tolle Mods. Sehr Mods, die sich sehr bemühen, ohne dass sie ja irgendwas dafür bekommen, sondern Mods, die sich einfach nur aus Spaß am Kanal Aeronews Germany um gewisse Dinge kümmern. Und auch die Mods haben sich im Fall Discord verselbstständigt. Bei den Mods ist es jetzt halt eben die Sache, da habe ich eine gewisse Kontrolle drüber. Weil ich habe immer ein Auge drauf, ich kann immer ein Auge drauf haben, weil die Mods mit mir kommunizieren. Ich kann immer ein Auge drauf haben, was die Mods da mit Aeronews Germany machen, was damit passiert. Und jetzt haben die Mods einen Discord-Server erstellt. Und ich habe mit den Mods einmal auf diesem Discord-Server gesprochen, mit technischen Problemen, die sicherlich mehr an mir lagen als an der Technik. Weil wie gesagt, ich kenne mich mit dem Thema nicht sonderlich gut aus, aber
Wir versuchen für die Community, beziehungsweise die Mods versuchen oder können das, machen für die Community einen Discord-Server. Was aber nicht bedeutet, dass ich für die Community einen Discord-Server mache. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Weil die Mods machen das, ich habe da ein Auge drauf. Und wenn mir das nicht zu 100% gefällt, was da gemacht wird, dann wird das auch wieder eingestampft. Die Mods wissen auch ganz genau, dass sie von mir nicht erwarten können, dass ich alles durchwinke oder sowas, was sie da machen. Darum geht es ja aber auch überhaupt nicht. Das ist alles völlig tiefenentspannt. Die Mods bauen da was Vernünftiges. Ich versuche mich da ein bisschen einzulesen. Ich versuche da irgendwie hinterherzukommen. Und solange ich 100% im Blick habe, was da passiert, kann dieser Discord-Server logischerweise auch irgendwann an den Start gehen. Gut. So viel dazu. Linus war noch mit 2,30 dabei. Wir haben dich auch lieb. Ja, sehr gut. Gebt mir mal 2 Minuten. Ich lese mal ganz kurz, was ihr alles geschrieben habt. Und sag doch einfach, du möchtest es nicht und gut ist. Sorry, da fehlt mir ein wenig das Verständnis, daraus schon ein Drama zu machen. Für mich ist das kein Drama. Aber ich versuche ja das zu machen, was die Community gerne haben möchte. Auf jeden Fall. Warum sollte ich das nicht versuchen? Und ich habe doch gerade gesagt, dass ich nicht möchte, dass an irgendwelche Leute für mich einen Discord-Server erstellen und dann von mir verlangen, dass ich diesen Discord-Server auch übernehmen kann. Was sich böser anhört, als es gemeint ist. Ich versuche ja nur konstruktiv aus den Vorschlägen der Community etwas draus zu machen. Aber ich habe nur gesagt, dass ich keinen Bock auf halbe Sachen habe. Wenn du es erlauben würdest, gäbe es sicher viele, inklusive mir, die so ein Discord freiwillig einrichten würden. Es ist ja gratis und wäre eine tolle Möglichkeit, damit die Community zusammenkommt. So, und den Punkt fühle ich ja. Wenn ganz viele Leute sagen, das ist ein tolles Feature, ein tolles Gadget und damit die Community zusammenkommt, cool, beschäftige ich mich gerne mit, aber ich habe nicht die Zeit und will nicht die Mühe da rein investieren, so selber etwas aufzubauen. Deswegen müssen es ja irgendwelche anderen Leute für mich machen. Sobald das aber halt, wie gesagt, voll aus meiner Kontrolle gerät, weil sich Dinge verselbstständigen, weil sich Leute verselbstständigen, habe ich damit Probleme. Ja, nicht, also die können natürlich in ihrer Freizeit machen, was sie wollen, ja. Und ich bin euch auch sehr dankbar, dass viele von euch das gerne machen möchten für mich und für die Community. Das Problem ist halt nur, wenn ich da keine Kontrolle drüber habe, dann ist das einfach für mich problematisch, ja, das zu übernehmen. Das heißt auch nicht, dass ich keine Lust auf Discord habe. Natürlich habe ich Lust auf Discord. Natürlich habe ich Lust, dass die Community das bekommt, was sie gerne haben möchte. Hast du irgendwie während deiner Ausbildung zum Piloten Geld verdient? Ja, ich war Flugbegleiter. Athanasios ist nochmal mit 5,50 Euro dabei. Hallo, herzlichen Dank für die tollen Videos. Die App war zum Teil grauenhaft, muss ich zugeben, da es jeder als Bildersammlung benutzt hat. Genau. Und ihr könnt mir glauben, auch wenn das sicherlich viele von euch natürlich nicht mitbekommen haben, ich habe sehr viele E-Mails geschrieben und ich habe das ein oder andere Telefonat geführt, ob man da irgendetwas ändern kann. Und ich habe Ideen gesammelt und ich habe versucht, mich drum zu kümmern. Aber wenn da kein Geld fließt, dann passiert da auch nichts. Hättest du was dagegen, wenn wir einen Community-Discord machen würden, der nur von der Community geleitet wird, du aber gar nichts machen musst? Das ist ja das, wo das Ganze hier hinauslaufen soll. Der Community-Discord soll ja erstellt werden und
ich werde da keine tragende Rolle übernehmen auf diesem Discord-Server. Keine Ahnung, wie viel Zeit und Mühe man da investieren sollte, muss, wie auch immer. Werde ich nicht machen. Ja? Nicht, weil ich einfach keinen Bock habe und faule Sau bin, sondern weil es mir einfach nicht in den Kram passt. Aber ich möchte gerne, dass ja dieser Server für euch investiert, dass dieser Server für euch existiert. Aber der Server muss eben von Leuten gemacht werden, die ich im Auge behalten kann. Und auch das klingt wieder böser, als es gemeint ist. Ja? Ihr versteht, was ich meine. Und das sind eben die Mods. Rocco ist neu mit dabei. Herzlich willkommen. Marc nochmal mit 55 dabei, ohne Nachricht. Danke dir. Pascal, du musst dich nicht vor uns rechtfertigen. Nein, ich rechtfertige mich ja auch überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Aber ihr seid ja Leute, mit denen man reden kann. Und ich versuche, mit euch zu reden. Ja, das ist der persönliche Aspekt, den ich meinte. Ich halt Dominik ist mit einem Fünfer dabei. Danke für die Erklärung. Hauptsache, du fühlst dich wohl damit. Ja, danke dir für deinen Support. David und Flo sind nochmal mit dabei. Herzlich willkommen. Gianluca nochmal mit 20 Euro dabei. Danke dir. Brudi, du kannst mega stolz auf deinen Channel und diese Community sein. Mach das, was du für richtig hältst und wo du 100% dahinter stehst. Mach dir keinen Stress und bleib ganz entspannt. Einzige Hauptsache, du fühlst dich wohl. Ja, ihr sollt euch natürlich auch wohl fühlen, ja, das ist klar. Aber irgendjemand muss die Sache hier machen. Und das bin ich. Und ja, auch ich habe gemerkt oder musste lernen, dass ich mich mit dem YouTube-Thema zu 100% wohlfühlen muss, weil es sonst einfach nicht funktioniert.